Hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Reverse 100 Baby Challenge Stream hier bei Sims 3 auf Twitch. Wir hatten geplant, dass wir heute umziehen werden in ein Häuselein. Oh, ich mache hier die Wände mal runter. Wir müssen in der gleichen Stadt bleiben, weil sonst verlieren wir unsere ganzen Beziehungen und auch all unsere Kinder. Und es ist echt dunkel. Guck mal, es werde Licht. Doch Nathan fand den Schalter nicht. Du darfst den Teller mal aufbauen. Was hältst du denn davon? Eigentlich finde ich das Apartment so ganz süß, weil ich habe es ja auch schon eingerichtet. Aber das mit dem Aufzug hat uns halt so ein bisschen genervt. Aber eigentlich finde ich das mit dem Aufzug auch gar nicht mehr so verkehrt. Ach hier. Merkt man, dass ich erst Sims 4 spiele? Ich suche immer wieder die Tasten. Oder sagt ihr, wir sollen jetzt, oh nö, doch im Apartment wohnen bleiben. Weil eigentlich hat es das letzte Mal ja dann doch ganz gut geklappt. Dass wir die dann hier reinlassen. Hast du alle Sims 3 Packs? Nein, bei weitem nicht. Ich glaube, sonst würde das Spiel auch nicht so flüssig laufen. Diese Sims 3 Sounds, ja, oder? Ich liebe das. Sims 3 habe ich so viel gespielt. Ich glaube, Sims 3 ist das Spiel, was ich am häufigsten gespielt habe. Von allen Teilen. Also, privat. Mittlerweile ist es, glaube ich, Sims 4, aber halt auch, weil ich damit YouTube mache und so. Ich spiele das auch gerade, aber in Sims 4. Auch die Reverse und der Baby Challenge oder die normale? Ich habe Jahreszeiten, einfach tierisch, Nightlife, Lebensfreude und das war's, glaube ich. Hörst du auf zu zocken? Oh Gott, jetzt muss ich mich wieder dran erinnern. Mit wem hatten wir jetzt schon ein Kind und mit wem nicht? Da. Oh wow, also mit Jessica haben wir auf jeden Fall schon ein Kind. Mit Bianca. Mehrere. Mit Polly war auch schon mehrere. Oh Gott, mit Diana, Caitlin, mit Vicky. Oh Gott, ich bin ein bisschen überfordert. Wir kennen zu viele Frauen. Oh genau, Pin. Bei Pin war ja der Haushalt voll. Und bei Jun glaube ich auch. Polly hatten wir jetzt halt schon einige Male. Hier, Cressida. Cressida kann uns nicht leiden. Also sie scheint eine Vampirin zu sein, deswegen ist sie hier so rot-rosa hinterlegt. Ich versuche trotzdem mal anzurufen, vielleicht schläft sie ja nicht. Die normale. Ah, okay, die spiele ich ja auch gerade, aber ein bisschen anders. Weil ich da einfach Sechslinge bekommen kann. Scheint auf jeden Fall zu klappen mit dem Anrufen. Ich habe auch alle Packs und auch einen guten PC, aber diese Lags, die ich habe, das macht leider keinen Spaß. Schade, dass Sims 3 bei mir nicht so gut läuft. Das ist halt bei vielen so, wenn die mehrere Packs haben. Deswegen hatte ich auch bei Sims 4 zwischendurch echt Angst. Oh, holst du dir noch ein Pack oder nicht? Aber bei Sims 4 habe ich überhaupt kein Problem. Da habe ich alles und es läuft einfach wunderbar. Und bei Sims 3 habe ich halt so ein bisschen Respekt. Bella, guten Morgen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst die Pfütze aufwischen? Sag mal, geht's noch? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch einen Braten in der Röhre haben. Bei irgendwem oder sogar bei mehreren Damen. Ich meine ja. Es liegen zu viele Zeitungen auf dem Grundstück. Ja, okay, dann müssen wir vielleicht mal wieder aufrufen. Ja, ich kann nur drei, ich habe nie herausgefunden, wie man das einstellen kann mit den Sechslängen. Mit dem MCC. Sims 4 Performance ist mega mit allen Packs. Oh ja. Oh ja. Ihr seht ja, wie das hier gerade hakelt, aber ich spule auch gerade viel vor. Immerhin haben die hier schon Handys. Was ist dein Problem? Also, du bist müde. Du sollst eigentlich die Pfütze mal aufwischen. Ja, guck mal, das reicht schon.
tagsüber schlafen. Okay, dann darfst du tagsüber schlafen. Weil Vampire kann man ja auch nachts einladen. Richtig? So, duschen und pieseln. Hunger hast du auch. Haben wir noch irgendwie Reste? Ja, Spaghetti mit Gemüsesoße. Gott, die Musik her. Sind nicht wir. Ich habe die ganze Zeit so einen Bass im Ohr. Ist hier irgendwo Party? Hört ihr das? Ich höre es so ganz leise. Außer so dieses Ruckeln, dass man kurz ins Menü muss. Keine Ahnung, warum die das nicht gefixt bekommen. Die bekommen vieles nicht gefixt. Ich meine, die Werbefilme sind bei mir immer noch mega verbuggt, sodass ich überhaupt keinen Spielspaß mehr daran habe. Also keine Ahnung. Den Bass höre ich auch. Ich weiß nicht, woher der kommt. Jetzt ist er weg. Jetzt höre ich nichts mehr. Was war das denn für eine Musik? Voll geil. Hier, du darfst aufstehen. Oh, Nathan ist doch mal Vater geworden. Einen kleinen Jungen namens Lloyd. Wow, okay. Einer ist besser als keiner. Aber immer wenn so eine Einzelgeburt ist, bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber wir sind jetzt bei 60 Babys. Vielleicht kriegen wir heute auch noch mehr. Ich glaube, bei Sims 3 gibt es ja maximal Vierlinge sogar, richtig? Kann das jemand bestätigen? Ich meine, es gibt 1 bis 4. So, guten Appetit. So, und jetzt versuchen wir mal unser Glück. Keine Schreibfläche verfügbar. Ey, das ist eine Lüge. Nach Hause einladen. Mal gucken, ob sie Lust auf uns hat. Hier stimmen. Okay, das ist gut. Ich hoffe, dass wir bei den 100 Kindern auch mal Vierlinge dabei haben. Das wäre so mein Goal. Ah, Begrüßungsgemüse, guten Morgen. Ich will keine besondere Lust zum Reinbekommen. Ja, dann plaudern wir halt doch nochmal. 60 Baby, stell dir mal diese Unterhaltskosten vor. Bei Sims 4 habe ich ja sogar Unterhalt eingestellt. Also, dass sie halt wirklich bezahlen müssen. Sims 3 regulär bis Drillinge, extrem selten Vierlinge ohne Mod. Mit Mod bekommt man leicht Vierlinge hin. Ja, aber Sims 3 spiele ich ja komplett ohne Mods. Habe ich immer getan und werde ich wahrscheinlich auch immer, weil ich keine Ahnung habe, wie das bei Sims 3 geht. Aber Vierlinge, das wäre halt mega, mega nice. Na komm, hab schon Lust, bei uns vorbeizukommen. Oh, ich lasse ihn mal rein. So, Lloyd, okay. Wollen wir sie reinlassen? Oh, sie ist schwanger. Oh, okay, nein. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Am Bauch horchen. Bauch berühren. Bauch sprechen. Können wir sie nach Hause schicken, bitte? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott, sie soll gehen. Bitten zu gehen. Geh weg. Du bist schon schwanger. Oh. Ja, Mods, die funktionieren, rausschmeißen. Unbedingt. Wir quatschen hier mit unserer nächsten Liebe und eine schwangere Bekannte ist bei uns. Ja, hör mal bitte auf mit Cressa da zu telefonieren. Schick sie einfach bitte weg. Tschüss. Schwein gehabt. Ich werde sie nochmal nach Hause einladen. Mal gucken. Müsste ja nachts eigentlich funktionieren. Klar, komm hier.
Oh, Leute, drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Leider ist was dazwischen gekommen. Boah, nee. Nicht dein Ernst, Frau. Da will ich noch mal ein bisschen mit dir quatschen. Und dann noch mal zur Toilette. Und dann schlafen. Hier bei Sims 3 kann ich immer noch so viele Aufgaben hintereinander geben. Bei Sims 4 mache ich das überhaupt nicht mehr, weil die sich so oft zurücksetzen und ich dann wieder alles neu auswählen muss. Bei Sims 3 geht das voll. Princess Goldfur, danke schön für deinen Follow. Ganz lieben Dank dir. Und Kirito, auch dir, danke schön. Ein neuer Follow. Danke schön für deinen Follow. Bin so gespannt auf Sims 5, was alles möglich sein wird. Ich auch. Also das, was wir bisher schon gesehen haben, ist sehr vielversprechend. Guten Morgen, Baal. Komm, du magst uns. Vito. Jun. Ach, hatten wir Jun doch geschwängert? Ich dachte, sie hätte den Hauserfolg gehabt. Ach nee, Pin war das. Okay, wir sind bei 61 Babys, liebe Leute. 61. Wieder nur eine Einzelgeburt. Was soll das? Plaudern. Wo ist sie jetzt eigentlich hier in der Leiste? Ach, wir haben ein Vampirkind. Hier, die beiden müssen wir auch... Oh, Nathan hat Geburtstag. Die beiden müssen wir auch noch rumkriegen. Jon hat wieder bekommen. Okay. Bist du so müde? Ja, geht eigentlich noch. Komm, das geht noch. Aber wo ist denn jetzt hier? Nach Hause einladen. Ich hoffe, das geht. Ja? Oder ist wieder was dazwischen? Sie kommt tatsächlich. Ach, jetzt rennt er wieder runter. Eine offene Welt habe ich bisher noch nichts von gehört. Das ist Cressida? Aber sie sieht hier aus, als hätte sie kurze Haare. Ich bin jetzt mega überrascht davon, dass sie so lange Haare hat. Wir lernen sie mal kennen. Oh Gott, die Zeitungen. Schieb die mal hier rein. Das ist schon voll vergilbt. So. Dann wollen wir mal wieder hochgehen. Können wir nicht sagen, hier plaudern oder so? Kann sie nicht mit mir hier hinkommen? Entspannen? Cressida? Hast du Lust mit hochzukommen? Cressida? Sie ist gegangen. Sie ist wieder gegangen! Das gibt's doch nicht. Ah, ich komme nicht rüber. Hier, bitte. Ja, ist was. Ist okay. Solange wir auf sie warten. Aber renne ich wieder runter. Bianca hat auch nochmal einen Jungen zur Welt gebracht. Heute ist Jungstag. Und wieder nur eins. Mann. Bisschen frustrierend. Wofür habe ich eigentlich hier dieses Fruchtbarkeitsding gekauft? Wer ruft denn an? Achso, ja, reinlassen. Schön, dass es dir besser geht, Misha. Danke, Maria. Guten Morgen. Pokémon wünscht dir auch einen guten Morgen. So eine halboffene Welt wäre ja schon mal ein Anfang. Also ich glaube nicht, dass wir wieder eine ganz offene Welt bekommen würden, weil es bei Sims 3 einfach so krass rumbuggt. Ja, kann Bianca bitte einfach hochkommen? Ja. Ach, Bianca. Cressida, meine ich. Bianca, nein, ich habe gerade keine Lust, mit dir zu reden. Hey, nee, du musst jetzt nicht wirklich los. Vergiss es.
Kuschel mit mir im Bett. Du willst es doch auch. Ein Baby in den Bauch. Oh, das letzte Mal. Oh, dieses Lied, was ich da nicht gesungen habe, ne? Diana. Oh, ja. Küssen, bitten einzuziehen, machen wir nicht. Aber Baby machen wir irgendwie angebracht, oder? Fände ich schon. Wir haben den Casanova-Ruf. Ich glaube, wir müssen echt mal gucken, dass wir langsam uns noch mal so eine weiße Weste holen. Baby machen. Yes! Mit Cressida. Cressida ist für mich so ein Name von Bridgerton. Damit verbinde ich das total. Ja! Ein Baby! So wollen wir das sehen. Okay, du kannst wieder gehen. Tschüss! Und wir nochmal benutzen und duschen und dann schlafen. Ist ja schon spät, ne? Ist ja schon 14 Uhr. Ich glaube, die Belohnung kostet 25.000. Das heißt, wir können uns gleich die weiße Weste wiederholen. Tolles Lied. Vielleicht jetzt Rap-Version? Du willst es doch auch. Ah, ein Baby in dem Bauch. Yeah. Ja, einfach wunderbar ist das. Das wird ein Nummer 1-Hit, Leute, das sage ich euch. So, haben wir abgearbeitet. Hier haben wir Sugar Bijou. Ja, mit der plaudern wir doch mal als nächstes. Ja, da musst du aber langsam aufstehen, weil sonst pennen die alle wieder. Ich hoffe, die ist arbeitslos. Weil sonst erreichen wir die immer wieder nicht. Wie das letzte Mal. Alle sind ständig arbeiten gewesen und wir konnten nicht wirklich vorankommen. Ich arbeite übrigens gerade an einem neuen Format. Ähnlich wie das 100 Baby Challenge Video auf YouTube. Und ich hoffe, das gefällt euch auch. Da steckt nämlich auch eine Menge Arbeit drin. Nathan hat Geburtstag! Oh mein Gott! Schön, wie er sich freut. Hauptsache, wird hier schon zum Erwachsenen. Oh Gott, die Haare! Die Haare! Was ist mit deinen Haaren passiert? Was ist da denn los? Hier, plaudere noch mal ein bisschen mit Sugar. Aber du bist doch erst ein Erwachsener geworden, oder nicht? Ja. Hast nicht so viel Glück mit deinen Haaren gehabt, was? Ich liebe deine 100 Baby-Videos, die sind so gut gemacht. Dankeschön. Die Haare sind der Hammer. Sollen wir die Haare so lassen oder wollen wir sie wieder zurückändern, dass er wieder eine volle Haarpracht hat? Ich finde das mit den Haaren auch ein bisschen charmant, muss ich sagen. Aber die gehen alle von seinem Vater nicht. Vielleicht hat er das von den Junggesells. Weil seine Mutter ist ja Bella Grusel. Gib dem armen Kerl doch bitte ein Toupet. Wir haben hier mehrere Spiegel sogar. Ja, ich finde auch irgendwie beides cool. Vielleicht finden wir auch eine Frisur, wo die Haare wirklich so ein bisschen zurückgehen. Hier Aussehen ändern. Dann lieber ganz Haare ab. Hätte auch was. Ich habe doch Dienste mit Glatze gespielt. Oh, ich rede gerade so nasal, ne? Ja, schrecklich. Die Haare sind einfach der Hammer. Einfach wunderbar. Das sieht ja schon fast richtig brav aus, die Frisur.
Pass. Hier sind seitlich ein bisschen abrasiert. Die hatte ich gerade, oder? Nee, doch, weiß ich nicht. Das ist seine Originalhaare. Ach Gott. So schmierig zurückgegelt. Oh, ich weiß es nicht. Ach Gott. Oder wir rasieren sie ihm wirklich ab. Nach dem Motto, das Haar wird langsam so ein bisschen lichter. Das ist die Frisur von seinem Papa. Ich erkenne seinen Vater wirklich darin wieder. Damit ist er ja gerade aus dem Geburtstag rausgehüpft. Also abrasiert finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Oder so? Ja, das ist zu ordentlich. Ich glaube das nicht. Bubi, sage ich auch in jedem Video, wie viel Zeit ich gebraucht habe. Also das ist immer so eine 3 bis 4 Stunden Aufnahme. Und daraus kommt dann halt so ein 12-13 Minuten Video. Und da stecken 20, 25 und manchmal auch 30 Stunden in so einem Video drin, ja. In einem Video. Also wirklich von der Aufnahme bis hin zum Hochladen. 25 Stunden, über 25 Stunden. Deswegen ist es halt mega, mega wichtig, so dass ihr kommentiert, das Video bis zum Ende guckt, das weiterempfiehlt, das mit euren Freunden teilt, Daumen nach oben gebt und so, damit ich halt sehe, die Arbeit lohnt sich, weil wenn ich sehe, okay, das kommt scheinbar nicht so gut an, weil ich halt die Bewertungen nicht sehen kann, wenn man halt keinen Daumen nach oben oder sowas da lässt. Und dann kann es halt sein, dass es passiert wie bei den Rileys, dass ich dann sage, okay, die Leute interessieren sich nicht so dafür, dann mache ich halt keinen neuen Part. Deswegen sage ich das immer dazu. Ja, Bubi, das sage ich immer am Ende vom Video. Auch groß, dick eingeblendet. Okay, ihr wollt den Opi-Style haben. Dann nehmen wir den Opi-Style. Oh Gott, das ist Panne. Das ist richtig Panne. Aber okay, ihr wollt den Opi-Style, dann nehmen wir den Opi-Style. Farina, hi. Gerade mal, wenn der Küche hockt und mit der Zwerg im Wohnzimmer schlafen kann. Ach Gott. Herzlichen Dank. Okay. Wir hatten doch gerade. Ach, da, jetzt sehe ich den Follow. Oh Gott. Überhaupt nicht gesehen. Let's Play Germany. Dankeschön für deinen Follow. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, oh mein Gott, der Oberstyle hat gewonnen. Das heißt, er bekommt jetzt einfach lichteres Haar. Dann würde ich sagen. Ach, er ist in der Midlife Crisis. Ja, das bietet sich doch richtig gut an. Und dann würde ich sagen, als Opa, dann hat er hier oben auch keine Haare mehr, dann hat er nur noch diesen Kranz. Dann haben wir Storytelling in der Frisur. Ich liebe das. Gute Nacht. Mach das, Quackwackente. Lass es dir schmecken. Harry Rubble ist gestorben. Wer ist Carrie? Oh, Zwillinge! Ginny und Trevor! Herzlichen Danke, Dank. Jessica! Yay! Zwillinge! Wir haben also 64 Babys! Wow, das ist schon echt krass. Ronja, Dankeschön auch für dein Follow. Ganz, ganz lieben Dank dir. Ich kann mich da nur nicht dran erinnern. Alles gut, ist überhaupt nicht schlimm. Ich schaue gerade deine Videos, nur ich vergesse immer, Kommi da zu lassen. Ist auch kein Muss, wenn ihr ja nicht wollt, nicht wisst, was ihr schreiben sollt. No pressure. Ist natürlich trotzdem freiwillig, würde mich natürlich mega freuen. Und wenn ihr einfach nur ein Emoji in den Kommentar schreibt oder schreibt für den Algorithmus oder wie gesagt, wenn es nur ein Emoji ist, hilft mir das auch schon enorm weiter, wenn ihr wirklich gar keine Ahnung habt, was ihr schreiben wollt. Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Ich habe das erste sogar zweimal bis zum Ende gesehen. Dann vertue ich mich gerade. Zu viel mal wieder los. Aber mach dir keinen Kopf. So, Essen. Haben wir nichts mehr? Wir haben nichts mehr. Dann mach dir mal Waffeln. Oha, wir haben voll viel.
Im Inventar. Du Klassenbester. Polizeiabzeichen. Dann haben wir hier so eine komische Figur. Bücher, ein Oberstufendiplom. Kommt definitiv in die Küche. Und extrem künstlerisch. Okay, sieht man ihn gar nicht so an. Er läuft halt rum wie so als typischer Womanizer. Das waren noch Zeiten in Sims 3. Ja. Oh mein Gott, ist das ein kleiner Ruffy? Ich verstehe immer noch nicht, was ist der Unterschied zwischen Ruffy und Luffy? Ist das dieselbe Person? Ich muss noch die letzten 5 Minuten von Ella schauen. Mach das! Damit die Videos für nächste Woche auch schon fertig und oh mein Gott. Leute. Ich brauche sowas von euer Feedback. Simbo, guten Morgen. Dieser Algorithmus, wer ist das eigentlich? Algorithmus ist wichtig, damit ich wachsen kann auf YouTube. Damit mein Kanal größer wird und die Videos dann auch anderen Leuten vorgeschlagen werden, die meinen Kanal noch nicht kennen. Die Rileys, ich würde sie halt gerne weitermachen, aber aktuell. Let's Plays sind halt auf YouTube auch tot, muss man ganz ehrlich sagen. So wenige Leute schauen Let's Plays, so diese ganz klassischen Let's Plays noch auf YouTube. Das ist so ein Ding von vor 10 Jahren gewesen, da hat das noch funktioniert, aber mittlerweile, ich sehe es auch in der Disney Legacy, die Aufrufzahlen gehen immer weiter und immer weiter zurück. Es sind halt jetzt eher diese Videos gefragt, die man halt so einmal gucken kann, aber nicht so wirklich rein, die aufeinander aufbauen, sondern halt so einzelne Videos, die einfach unterhalten, die halt so 10 bis maximal 15 Minuten lang sind. Aber so Let's Play-Folgen, die sterben halt leider aus auf YouTube. Muss man leider so sagen. Deswegen, ich weiß es nicht, wie es und ob es mit den Handwerkern weitergeht. Mit den Rileys weitergeht. Kann ich halt echt noch keine Prognose geben. Lena, guten Morgen. Liebe deine Disney Legacy einfach nach wie vor so sehr. Dankeschön. Ja, so ist das leider. Hey, warum kann ich das da nicht reinschieben? Jetzt. Oder? Ich gerade der Teller blitzt hier durch. Der Handwerker würde etwa einer Stunde bei mir sein. Uah, ich fahre schon wieder. So, an wem haben wir gerade gearbeitet? An Sugar. Sugar, Sugar. War das nicht so ein Lied? Das ist so schade, aber versteht man natürlich. Ja, habe ich halt auch gefragt, wenn ich die Disney Legacy auf YouTube nicht mehr machen möchte, weil es sich dann einfach von den Zahlen auch einfach nicht mehr lohnt, ob ich das dann auch auf Twitch auslagere, dass wir hier dann die Disney Legacy fertig spielen. Aber ich weiß nicht. Ich sehe die Disney Legacy auch irgendwie einfach nicht als Stream-Format, weil ich ja dann noch wirklich viel extra mache, so mit kleinen Videos da drin und so weiter. Ich weiß es nicht. Also, noch mache ich die auf jeden Fall auf YouTube. Da freue ich mich auch schon mega auf die Tiana Legacy. Aber ich weiß halt nicht, was so in Zukunft ist. Wenn die Zahlen halt noch weiter absinken, dann muss ich mir halt wirklich überlegen, ob ich dann mit der Disney Legacy auch aufhöre und dann halt was anderes mache. Ich weiß es nicht. Ich finde die Disney Legacy als YouTube-Format perfekt. Dankeschön. Das freut mich sehr. Und dann gibt es andere Streamer, die schon zig Jahre Sims spielen und immer noch keinen Plan vom Spiel haben und dennoch irgendwie erfolgreich sind. Ja, die Welt ist nicht gerecht. Jennychen, guten Morgen. Honey Rose, auch dir guten Morgen. So schade, dass die Let's Play-Formate so in die Knicke gehen. Ja, die Auffassungsgabe wird halt auch immer geringer. Und Let's Plays sehe ich halt mittlerweile auch eher bei Twitch. Weil auf Twitch ist das immer so.
ganz entspannt. Man kann halt nebenbei spielen, man kann sich mit dem Chat unterhalten und quatschen. Und ja, auf YouTube ist das halt dann leider nicht so. Fand auch die Rallyes als Let's Play super angenehm. Das freut mich, dass es dir gefallen hat, Jana. Muss man eben durchsagen, mach das. Die war auch hübsch. Brigitte? Oh ne, können wir nicht mal quatschen. Schade. Ja, Disney gehört nicht auf Twitch. Ja, bevor ich das komplett abbreche und dann einfach gar nichts mehr kommt, würde ich die halt schon auf Twitch zu Ende spielen, glaube ich. Weil sonst ist sie dann halt von heute auf morgen einfach zu Ende, ohne dass sie fertig ist. Ich finde es schade, dass deine Videos so 15 Minuten lang sind. Länger werden die Videos halt nicht geguckt. Ich muss die Videos so kurz machen. Aber das verstehe ich nicht, Bubi. Was meinst du? Ich spiele auch nebenbei Sims, wenn ich deine Videos sehe. Das ist schön. Die Rallyes sind der Grund, warum ich hier bin. Also dieses Display hat mich gefangen. Das freut mich auch sehr. Ich gucke sie zu Ende. Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. YouTube verändert sich halt immer weiter. YouTube ist nicht mehr das gleiche, wie es vor 3 Jahren war, als ich angefangen habe. Und in 3 Jahren wird YouTube auch wieder anders aussehen als jetzt. YouTube verändert sich, die Zielgruppen verändern sich, die Zuschauer verändern sich. Und da muss man halt irgendwie am Ball bleiben, weil sonst geht man bei YouTube einfach komplett unter. Das ist es halt, wenn man nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln, auch seinen Content nicht weiterzuentwickeln, geht man unter. Steckst so viel Liebe in deine Let's Plays, es wäre schade, wenn die Disney Legacy auch beendet werden müsste. Ja, ich mochte deine Zwischenvideos im Let's Play super. Beispiel der Kampf der Nymphen, das würde auf Twitch nicht funktionieren. Eben, das würde auf Twitch halt einfach nicht funktionieren. Ich bin einer, der Videos unter 15 Minuten ungern anmacht. Ich mag tatsächlich auch, ich mag beides. Es kommt halt irgendwie drauf an. Also Let's Plays mag ich, wenn die ein bisschen länger sind. Und so Tutorials oder so generelles Unterhaltungsprogramm mag ich tatsächlich auch eher so, wenn das unter 20, unter 15 Minuten ist. Aber Let's Plays gehören für mich eigentlich ein bisschen länger. So nicht kürzer als 20 Minuten, aber ich muss halt das machen, was mir die Zahlen sagen. Bleibe heute im Bett, bin krank. Ich hoffe, es geht dir gut, Misha. Hallo, liebe Fupsis. Ja, Sikra. Hi, schön, dass du da bist. Guten Morgen und gute Besserung. Ruh dich gut aus. Ich schaue auch lieber Let's Plays, die schön lange gehen. Schaue ich auch lieber als eine Serie auf Netflix, wo man halt eben meistens mitentscheiden kann, etc. Das stimmt. Das stimmt. Man wächst einfach mit. Ja, aber ich gebe euch da mal so ein bisschen Inside-Information. Warte, was ist das? Mit Brigitte flirten. Mit der Handwerkerin. That's my boy. Aber was wollte ich jetzt sagen? Hintergrundinfos. Genau. Let's Play-Formate, die halt aufeinander aufbauen, wo es halt Folge 1 bis Folge 50 gibt und sowas. Das ist halt so für bestehende Abonnenten. Damit bekommt man keine neuen Abos dazu. Damit findet man keine neuen Zuschauer. Und das ist ja das Ziel, weil der Kanal soll ja wachsen. Ich habe es natürlich trotzdem immer gemacht, weil ich natürlich auch was für die bestehenden Abonnenten halt auch bringen möchte. Gerade weil wir auch ja auch so zusammenwachsen durch die Let's Plays und durch die Geschichten. Und ich liebe Storytelling. Storytelling ist der Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe überhaupt. Aber wenn ich dann sehe, dass sogar bei den vorhandenen Abonnenten das Interesse nicht mehr so groß ist, weil die Videos nicht bis zum Ende geguckt werden oder nur wenig Daumen nach oben da sind, wenig Kommentare sind, wenig Aufrufe generell sind, warum soll ich es dann halt noch machen? Das ist halt dann halt so die Frage. Klar gibt es dann auch vereinzelt Leute, die sagen, die
die Let's Plays lieben, die die auch bis zum Ende gucken, die auch immer fleißig kommentieren und Daumen nach oben da lassen. Aber ich muss dann leider dann auch auf Formate wechseln, die beliebter sind, die mehr Leute ansprechen. Mich interessiert nicht der jetzige Stream, ich bin hier wegen den Fupsis und weil der Zwerg mal schläft. Ist gut, aber auch nicht so gut, denke ich. Es ist schade, wenn dich der Stream nicht interessiert. Aber es freut mich doch natürlich trotzdem, dass du hier bist. Ich finde schade, dass die Cinderella Legacy immer so kurz ist. Aus den eben genannten Gründen. Also mich hast du damit neu gewonnen. Ich meine, nur durch die Rallies und Disney Challenge und auch durch die Disney Villain Challenge bin ich auf dich aufmerksam geworden. Oh, das freut mich auch mega. Ich mag auch lieber längere Videos. Ich halt auch. Ich mag eigentlich nur Videos, die länger als 20 Minuten sind. Ich höre jetzt seit 10 Jahren, dass alles über 20 Minuten Luxus ist. Freue mich dementsprechend über längere Videos. Ich hatte ja angefangen, da habe ich immer so eine halbe Stunde, 30 Minuten, war halt schon normal bei mir in einer Let's Play-Folge. Und mittlerweile bin ich halt so bei 15 Minuten. Aufbrezeln! Du brezelst dich auf? Für wen denn? Du kannst mit der Brigitte ruhig nochmal ein bisschen plaudern. Und dann mal nach Hause einladen. Ich habe so ein dumpfes Bauchgefühl, dass ihr Haushalt zu voll ist für ein Baby. Aber wir gehen dem auf den Grund. Ich finde die Richtung von der Abstimmung sehr interessant. Da merkt man, wie unterschiedlich die Community von Twitch als auch von YouTube ist. Ja. Ja, man muss halt auch bedenken, ihr seid gerade hier, ihr seid aktiv im Chat, ihr kommuniziert mit mir. Aber ich habe halt auch viele Zuschauer, die still sind. Die nie kommentieren, die meine Videos trotzdem gucken, was ja auch vollkommen okay ist. Aber deswegen sind solche Abstimmungen nicht repräsentativ für die ganze Community. Das sind jetzt 20 Leute, die sagen, ca. 30 Minuten. Ich habe aber fast 43.000 Abonnenten und die stimmen hier gar nicht ab. Versteht ihr mein Dilemma? Ihr müsst bedenken, Misha verdient ihr Geld mit YouTube, daher muss sie das machen, was die Zahlen betrifft. Ja, genau. Ich bin halt selbstständig, ich verdiene mein Geld mit YouTube und mit Twitch und für mich ist es halt auch mein Job. Und natürlich muss ich dann das machen, was halt mir und meinem Kanal oder meinen Kanälen weiterhilft. So eine bin ich. Auf YouTube schreibe ich nichts und schaue immer nur die Videos. Wie gesagt, ist auch vollkommen okay. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich bin aber auch nicht böse, wenn man sagt, so nee, kommentieren mag ich eigentlich nicht so gerne. Wie gesagt, ist auch vollkommen okay. Da muss sich keiner für schämen. Ich kann das absolut verstehen. Melke ist selbst in meinem Mini-Kanal schon. Aber das ist halt eben der Unterschied, dass es bei dir der Hauptberuf ist. Genau. Genau, ich hatte ja jetzt auch gestern einen Status drin mit, ja, ich bin gerade dabei, die Videos für nächste Woche zu schneiden. Und da habe ich auch einen Kommentar bekommen oder eine DM bekommen. Hey, ich dachte, du hast einen Cutter. Und ich meinte, ja, ich hatte eine Cutterin, aber auch schon seit Sommer nicht mehr, weil ich es einfach nicht mehr bezahlen konnte, weil die Zahlen halt so zurückgegangen sind, dass ich mir meine Cutterin nicht mehr leisten konnte. Also schneide ich alles wieder selber. Und das ist auch der Grund, warum es nur noch 2 Videos die Woche gibt, weil ich mehr einfach nicht schaffe zu schneiden. Das spielt halt alles so zusammen. Und das ist für mich dann halt immer traurig, dann zu hören so, oh, ich finde das aber so blöd, dass deine Videos zu kurz sind. Mach die Videos doch länger, wo ich denke so, ja, die Zahlen sagen mir aber was anderes. Ich kann es nicht ändern. Ich würde gerne längere Videos machen, aber ich kann einfach nicht. Zum einen fehlt mir die Zeit, die Videos länger zu machen, weil dann muss ich ja auch mehr aufnehmen, ich muss mehr schneiden. Dann würde halt nur noch ein Video die Woche kommen, statt 2. Und die wenigsten schauen längere Videos. Was soll ich machen? So gefühlt bin ich einfach gerade gefesselt und hab keine Ahnung, was ich machen soll.
So sieht's bei mir gerade aus. Ja. Vor allem auch durch die Tierarztrechnungen, ja. Also wir haben einen hohen vierstelligen Betrag bei unserer Tierklinik immer noch offen und wir zahlen das in Raten ab. So ist es. Weil so viel Geld hatten wir gar nicht auf der hohen Kante. Wie auch mit Inflation und Nachzahlungen. Wie soll man denn da eine Reserve aufbauen? Wie soll man denn da irgendwie Geld auf der hohen Kante haben für falls mal was sein sollte? Bei uns war ja jetzt ständig irgendwas. Wir waren häufiger beim Tierarzt als keine Ahnung wo. Wir sind ja schon fast eingezogen. Und wir arbeiten einfach immer noch daran, diesen hohen Tierarztbetrag zu bezahlen. Geht halt dann einfach irgendwann nicht mehr. Und auch an so einer normalen Let's Play-Folge wie Cinderella Legacy sitze ich... Oh, lass mich kurz überlegen. Fünf Stunden dran. An einer 15-Minuten-Folge sitze ich 5 Stunden dran. Also von der Aufnahme bis zum Hochladen. Weil ich spiele das ja nicht einfach nur runter, ich baue da ja auch noch Effekte rein und versuche das so ein bisschen zackiger zu schneiden und ein bisschen witziger. Und drücke mich auf Start, spiele 15 Minuten und mache das wieder aus. Die Aufnahme dauert trotzdem mindestens 30 Minuten, wenn nicht sogar 45 Minuten oder eine Stunde. Ich habe auch manchmal Aufnahmen, die dauern über eine Stunde, ist dann aber trotzdem nur ein 15-Minuten-Video. Das heißt, die Videos sind zwar kürzer als früher, aber mit genau dem gleichen Inhalt. Ich schneide es nur anders. So langweilige Sachen schneide ich raus. Sachen, die ich doppelt sage, schneide ich raus. Schneide ich raus. Oder Pausen zwischen den Wörtern, wenn ich sage, keine Ahnung, ein Beispielsatz. Ich gehe jetzt Eis essen. In der Aufnahme ist es, ich gehe jetzt Eis essen, weil ich überlegt habe. Und diese Pause zwischen jetzt und Eis essen schneide ich halt raus, auch wenn es nur eine Sekunde ist. So dass es halt flüssig ist und dann halt so ist, ich gehe jetzt Eis essen. Wisst ihr, was ich meine? Also der Inhalt ist halt der gleiche, nur zackiger geschnitten. Oh Gott, kann man verstehen, was ich versuche zu erklären? Der ist alles schwer mit Thema Geld, ja. Ist es. Egal wie lange die Videos sind, Misha versüßt mir jedes Mal den Tag. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank. Das kann man sich nie vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt. Ist ja nur kurz aufnehmen und fertig, wie viele denken. Habe ich halt früher auch gedacht. Wirklich. Ich habe früher auch so gedacht, so ja, man drückt halt auf Start, man nimmt dann auf, drückt auf Beenden, schneidet ein bisschen vom Anfang weg, schneidet ein bisschen vom Ende weg, macht ein Thumbnail aus dem Screenshot und lädt das hoch. Fertig. Ich meine, ich habe meine ersten Videos tatsächlich so gemacht. So, die Inselleben, Anfang Rileys, habe ich halt wirklich so gemacht. Aber seit der Disney Legacy, hat ja auch mit Snow schon angefangen, schneide ich halt wesentlich aufwendiger. Und das nimmt halt viel Zeit in Anspruch. Ich finde das echt Wahnsinn. Ich habe echt Respekt vor den Leuten, die sowas machen. Dankeschön. Danke, danke. Richard, ja, reinlassen. Auf jeden Fall. Hier, du darfst das aber noch aufräumen, bevor du hier gleich wieder runterlatscht. Deswegen, ich bekomme auch immer wieder die Frage, ob sich der Beruf lohnt, so Content Creator zu sein. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ich arbeite 60 Stunden die Woche und verdiene teilweise weniger als eine Aushilfe beim Netto. Kann ich absolut nicht empfehlen. Unter gar keinen Umständen. Bei jedem Video fängt man so an zu zittern, wenn man denkt, oh Gott, hoffentlich kommt das Video gut an, hoffentlich performt das gut. Man macht sich so einen Druck. Ich war noch nie in meinem Leben so krass nah dran, einfach Burnout zu haben, wenn ich den nicht wirklich schon habe. Das ist halt auch super häufig bei Content-Creatern, dass sie einfach unter Burnout leiden. Eben, weil man sich immer wieder so einen Druck machen muss. Kommt das gut an, was ich mache? Was, wenn nicht? Weil es hängt einfach eine Existenz dran. Jetzt rede ich irgendwie so viel von dieser Selbstständigkeit. Ich meine, ich bin super froh, dass ich das machen kann. Ich bin super dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier was dazu verdienen zu unserer Haushaltskasse. Und
Oh, Bridget hat einen schlechten Tag? Was ist dein Problem? Ich umarme sie mal verliebt. Ich weiß nicht, ob das hilft. Es macht mir Spaß, ja. Auf jeden Fall. Bei mir ist das immer so ein bisschen, mal habe ich mehr Spaß an Twitch, mal habe ich mehr Spaß an YouTube. Aber es macht mir beides mega viel Spaß, weil sonst würde ich es nicht machen. Weil sonst könnte ich halt wirklich irgendwo im Einzelhandel wieder hingehen und da als Aushilfe arbeiten. Dann habe ich meine 12-15 Stunden die Woche und habe dann das Geld. Egal, danke, ihr Lieben. Wie du deine Videos machst, ob sie jetzt kürzer sind oder wieder länger werden. Ich liebe einfach deine Let's Plays. Gutes Herz. Dankeschön. Oh Gott. Das sollte jetzt kein Phishing for Subs oder sowas sein. Wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Aber trotzdem, Dankeschön, Aline, für 17 Monate und für deine liebe Nachricht. Und Pirate Lady, auch dir. Ganz lieben Dank für 5 verschenkte Subs. Ganz lieben Dank. Ich wollte euch nur ein bisschen so mein Herz ausschütten. Begrüßungsgemüse, Dankeschön für dein Prime Sub. Auch dir ganz, ganz lieben Dank. Wie kann man dich denn mehr unterstützen? Ihr seid hier, ihr guckt den Stream, ihr schaut die Videos. Das ist so, so, so viel wert. Ihr müsst nicht Bits cheeren oder subben oder donaten, um Gottes Willen. Es ist einfach schon so viel wert, dass ihr einfach hier seid. Das darf man halt nicht vergessen. Zuschauer, allein zuschauen, eure Zeit ist so wertvoll. Eure Zeit hilft mir extrem weiter. Und da müsst ihr keinen einzigen Cent für bezahlen. Das möchte ich halt wirklich nochmal betonen. Oh, Sophie, Emily, danke schön, dass ich dein Prime sein darf. Ach, dir ganz, ganz lieben Dank. Oh, wir sind gerade hoch. Mal gucken, vielleicht können wir sie ja doch noch schwingen. Das Stream ist irgendwie gerade ernst, als ich dachte. Du bist so eine gute Seele, Misha. Oh, Maya. Ich wollte Zug fahren. Okay. Ach, stimmt, wir haben hier unseren Zug hier. Reinsteigen! Wenn man ein Video 100 Mal anschaut, unterstütze ich das dann mehr? Also was mich am meisten unterstützt, ist, wenn ihr ein Video auf YouTube guckt, ihr guckt das bis zum Schluss an, also wirklich komplett, bis zur letzten Sekunde. Daumen nach oben, kommentieren und wenn ihr dann ein anderes Video von mir guckt, direkt hintereinander. Das zeigt nämlich dem Algorithmus, euch gefallen meine Videos, dementsprechend werden mehr Videos vorgeschlagen. Und dementsprechend mehr kann ich wachsen, neue Zuschauer finden und die Community vergrößern. Und das hilft mir am allermeisten weiter und kostet nicht einen Cent. Nicht einen Cent. Wie gesagt, deswegen, das ist das, was ich immer meine. Eure Zeit ist das Allerwertvollste. Egal in welcher Lebenslage. Also natürlich für mich als Content Creator natürlich auch wegen Watchtime und 10.000 andere Begriffe. Aber auch generell so in eurem Privatleben. Die Zeit ist das Allerwertvollste. Und warum pennst du jetzt? Geh dich bitte entspannen. Wir müssen noch ein Baby machen. Das heißt, in den Let's Play rein, rauf und runter schauen. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn das Geld gerade diesen Monat nicht so knapp wäre, würde ich auch direkt einen Sub geben oder Sub verschenken. Oh Svenja, das musst du nicht. Wirklich nicht. Alles gut. Auch Bubi, Dankeschön für 200 Bits. Ich war gerade so in der Redetirade drin. Danke dir. So, können wir bitte, bleibst du bitte hier? Excuse me? Warum? Was ist schon wieder mit diesem Waschbecken los? Ein Laden auf Bett zu knuddeln. Jo. Gut, kommt dann auf die To-Do-Liste. Und wenn ihr einfach, keine Ahnung, meine Let's Plays anmacht und die auf stumm schaltet und die einfach den ganzen Tag nebenbei laufen lasst, hilft mir auch. Und die dann einfach nebenbei, keine Ahnung, Haushalt macht, kocht. Keine Ahnung. Melody, Dankeschön für deinen Follow. Ganz, ganz lieben Dank. Habe ich, glaube ich, auch gerade nicht vorgelesen. Meine ganze For You ist voll mit dir. So soll es sein. So soll es sein. Ich wollte mich jetzt auch auf gar keinen Fall beschweren oder so. Nee, nicht verscheuchen, um Gottes Willen.
rumschmusen. Das ist eine gute Option. Ich finde, du hast es verdient. Mach weiter so, wie du es gut findest. Solange es dir Spaß macht, ist alles gut. Es wäre halt auch verrückt, wenn ich 60 Stunden für, keine Ahnung, 50 Cent Stundenlohn, habe ich jetzt einfach nur beispielsweise gesagt, arbeite und keinen Spaß dran habe. Dann wäre ich wirklich dumm. Entspann dich bitte. Anurel. Jetzt fühle ich mich schlecht, dass ihr mir hier Subs schenkt, weil ich mich beschwert habe. Nein! Nein! Entspann dich! Anorette, danke schön für 5 verschenkte Subs. Ich danke dir. Der Süßkeks! Oh Gott. Jetzt kriege ich auch noch ein schlechtes Gewissen heute. Nee, ich tröste dich jetzt nicht. Wir wollen nur ein Baby mit dir machen. Das ist mir egal. Küssen? Ich finde Baby machen nicht. Wo ist das? Ist ja nicht mal ausgeblendet. Wir lieben dich halt alle, Misha. Oh, ihr seid so süß. Danke, danke. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Ihr Haushalt ist zu voll. Ja, okay, dann geh halt. Tschüss. Dann können wir sie doch verscheuchen. Bitten zu gehen. Tschüss. Gute Bekannte, warum glitzert das? Dann kümmern wir uns doch lieber wieder um... Oh, wo ist sie? Sie hatte doch hier zwei Zöpfchen. Ja, wo ist die? Wo ist die? Hö? Wir haben sie doch kennengelernt. Du Zuckerschnute, entspann dich. Die Community ist gerne für dich da. Ich kriege hier schon wieder Pipi in den Augen, Leute. Stop. Dankeschön fürs Trinkgeld, Anure. Mensch. Dankeschön. Ja, ich glaube, demnächst können wir doch eine Poolparty machen. Und ich glaube, wir müssen nochmal zum Online-Dating. Und Mitteilungen angucken. Oh je. Oh Gott, hängt der Stream? Nee, der ist flüssig. Ey, am besten den Stream nochmal aktualisieren, dann müsste das wieder flüssig laufen. Der Chat ist mega süß. Wenn ich fragen darf, verdienst du pro Viewer oder wie kann ich das verstehen? Also ich darf natürlich über die Zahlen nicht reden. Aber ich verdiene pro 1000 Aufrufe einen bestimmten Betrag und dieser Betrag ist halt immer stark schwankend. Halt je nach Monat, je nach Saison. So zu Weihnachten ist das relativ hoch. Also vorletztes Jahr, letztes Jahr bei mir nicht. Im Sommer ist es, also im Sommer und jetzt so Januar, Februar, März, so Anfang des Jahres, ist es immer sehr gering. Man spricht dann auch vom Sommerloch. Deswegen machen Anfang des Jahres und im Sommer die meisten YouTuber einfach eine Pause, Urlaub, weil die da einfach dann am wenigsten verdienen. Aber ja, ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Twitch mache ich seit 2,5 Jahren und YouTube seit 3,5 Jahren. Oder? Also seit 2019. Juni 2019 habe ich mit YouTube angefangen und Juni 2020 habe ich mit Twitch angefangen. Amy, ja, Amy will ich kennenlernen. Violet nicht. Du kannst mir leider keine Kinder schenken. Ist ein bisschen ungünstig, meinst du nicht? Wir haben hier doch jetzt jemanden angenommen. Hier. Dann plaudern wir mit ihr doch mal eine Weile. Dann laden wir sie ein, dann schenken wir ihr ein Baby. Hatte ich letztens auf der Arbeit entdeckt und schaue seitdem jeden Tag stundenlang deine alten Streams auf YouTube. Oh, Anna, danke schön. Das freut mich sehr, dass es dir gefällt. Und schön, dass du dann auch hierher gefunden hast.
Den ersten Stream, den ich von dir gesehen habe, war ein CC-Shopping. Oh Gott, das ist ja ewig her. Corona sollte theoretisch dann doch die beste Zeit für Streamer und YouTuber gewesen sein, oder? Amin, weil alle eh drin sein mussten. Jein. Also ja, es waren mehr Zuschauer da, weil mehr Zeit war. Oh, es ist ja schon viel zu spät. Oh, okay, dann. Upsi. Wir haben noch einen Handwerker gerufen, oder nicht? Guck mal, dann lege ich mich lieber mal pennen. Aber zu der Zeit haben halt auch viele angefangen mit YouTube und Twitch. Das heißt, nicht die Zuschauer waren auch mehr da, es gab auch mehr Konkurrenten, mehr Kollegen. Und das hat es dann wieder schwieriger gemacht. Gucke aktuell deine Farmlife-Challenge. Oh Gott, die war auch Chaos pur. Was glitzert denn da? Fangen? Was ist das? Ich muss mal ganz, ganz kurz pieseln gehen, liebe Leute. Und dann mache ich mir, glaube ich, nochmal einen Kaffee. Oh, meine Haarspange. Ich bin gleich wieder da. Oh Gott, das hätte fast einen Kleckerunfall gegeben. Irgendwann bist du ganz groß auf YouTube und so weiter. Und dann kann ich sagen, ich war schon von Anfang an dabei. Oh, das ist so süß. Dankeschön. Nur wenn ich Sims spiele, muss ein Stream von Ihnen im Hintergrund laufen. Habe schon alle durch. Oh, Dankeschön. Das freut mich sehr. Ich finde das auch immer sehr entspannt. Hier, wenn ich hier auch Videos schneide, so im ersten Schritt, brauche ich meine Ohren quasi nicht, weil ich das blind cutte. Und, also gehörlos cutte. Ich habe keine Ahnung, wie man das sagen soll. Und dann schaue ich nebenbei auch super gerne Streams. Ich bin mal dann zwar meistens im Lurk, weil ich dann halt am Arbeiten bin. Und beim zweiten Schritt muss ich das dann immer. Habt ihr eigentlich Bock drauf, dass wir mal zusammen so ein Video schneiden? Habt ihr auf sowas mal Lust? Dass ihr mir dabei mal zuseht? Was ich gar nicht, was ich sagen wollte. Genau, da schaue ich auch super gerne Streams nebenbei. Oder höre Podcasts oder höre Musik. Und im nächsten Arbeitsschritt muss ich dann halt kontrollieren, wo ich meine Schritte gesetzt habe. Und dann kann ich leider nichts mehr nebenbei hören, weil ich mich halt auf das Video konzentrieren muss. Aber so am Anfang mache ich das immer sehr gerne. Oder auch wenn ich Thumbnails mache oder so. Ja, das wäre sehr interessant, wäre interessant. Oh, das freut mich. Ich nutze halt Premiere Pro dafür. Und ja. Freut mich, dass ihr das interessant findet. Aber warum ist das Wetter gerade so mies? Oh nö, jetzt können wir das nicht mehr fangen. Habt ihr jemals auf diese Ampelschaltung hier geachtet? Das hat gerade die ganze Zeit hier. Gelb geblunken, gelb geblinkt, geblunken. Oh, der Regen sieht schön aus. Guck dir das mal an. Gott, jetzt sehe ich das und bekomme Lust auf Bus-Simulator. Aber nur weil ich eine Ampel sehe. Ist auch nicht mehr normal. So. Wie die ganze alles. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genutzt und euch auch noch was zu trinken geholt. Vorzugsweise natürlich ein Kaffee. Oh. Ich habe nicht mal meine Merch-Tasse diesmal. Ich habe hier eine Tasse von meiner Ausbildung damals noch. Die Tasse ist schon über 10 Jahre alt. Apropos Merch. Mein Merch-Shop hat, ja, Rechnung bezahlt, hat einen neuen Anstrich gekriegt. Den habe ich gestern neu gemacht. Ich habe alte Motive rausgenommen und gelöscht, weil ich trage hier jetzt zum Beispiel auch kein Merch. Und es gibt jetzt ein neues Motiv. Check das gerne aus. Der Merch-Shop sieht jetzt ein bisschen aus wie mein Desktop-Hintergrund. Ja. Okay. Blase drückt nicht, aber Gestank. Dann können wir die Pfütze mal aufwischen und dann darfst du was essen. War das nicht so, dass bei Sims 3 die Sims noch relativ leicht gestorben sind? Muss ich jetzt Angst haben, dass er verhungert? Restliche Zeit 24 Stunden. Ah, oh, nee, das ist locker drin. Das ist locker drin. Ich habe übrigens, apropos verhungern, noch eine geile Videoidee. Und ich bin sehr gespannt, wie die funktioniert.
Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe momentan wieder super viele Ideen für YouTube-Videos. Leider dauern die alle super lange, um sie zu schneiden und zu produzieren. Aber ich glaube, das wird trotzdem ziemlich geil. Und deswegen mache ich es so gerne, weil ich bin einfach ein kreativer Mensch. Ich tue mich da super gerne aus. Ich liebe es, Thumbnails zu erstellen. Also falls ihr auch hier YouTuber seid und so und ihr sagt, oh nee, Thumbnail erstellen finde ich super kacke. Ich mache Thumbnails super gerne. Schreibt mich einfach an. ja. Thumbnails sind einfach mein Ding. Ich bin zwar jetzt nicht so ein Profi bei Photoshop, aber für YouTube-Thumbnails reicht's, glaube ich. Du kochst was im Video? Nein. Nein. Das wäre ein sehr wildes Video, denn ich kann nicht kochen. Meine Frau kocht immer. Weil ich... Mich überfordern Lebensmittel. Ich finde die super schrecklich. Ich hasse Lebensmittel. Lebensmittel zubereiten. Nee. Ich bin froh, dass meine Frau das macht. Okay, keiner verlässt den Stream. Wer hat meinen Dörpfups geklaut? Wer hat Dörpfups geklaut? Deine Thumbnails sehen aber auch wirklich immer beeindruckend aus. Oh, danke schön. Das freut mich so, dass es dir gefällt. Mach ein Katzenvideo oder Katzenshorts. Damit kann man nie was falsch machen. Ja, aber das ist ja nicht meine Kategorie. Ich meine, ich könnte ja jetzt auch diese ganzen... Wisst ihr, was ich meine? Diese ganzen Trends mitmachen mit Musik und TikTok-Tänze. Aber das ist ja nicht meine Nische. Meine Nische ist Gaming und Sims. Ich versuche ja auch so ein bisschen breiter zu werden, also nicht körperlich, das habe ich schon geschafft, sondern inhaltlich breiter zu werden, dass ich halt nicht nur Sims mache, sondern auch generell Gaming und andere Spiele. Aber andere Spiele werden halt immer nicht so gut geguckt und deswegen komme ich habe super Schwierigkeiten, einfach aus dieser Sims-Nische rauszukommen. Ich meine, ich liebe Sims, aber ich liebe halt auch zum Beispiel Minecraft und Phasmophobia und das kann ich halt immer so als Content nicht so gut bringen. Weil die meisten mögen das nicht so gerne. Spiel! Oh Gott, ich habe was gegen Sims gesagt und jetzt sagt der Sims-Gott, okay, dann schmiert das Spiel jetzt ab als Strafe, weil du über andere Spiele geredet hast. Oh, okay. Entschuldigung, Sims 3, ich rede nie wieder über andere Spiele. Seht ihr, sogar das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Das Spiel hat Besitzansprüche mir gegenüber und sagt, nee. Wenn du andere Spiele spielen willst, bin ich weg. Das hat gerade sehr gut gepasst. Warum liest du eigentlich? Keiner mag dich wegen deines Intellekts. Ich habe die Pointe versaut, weil ich mich versprochen habe. Ah, okay. Die wollten wir anrufen. Es ist 13 Uhr, jetzt können wir mit dir aufklären. Brix? Brix? Dankeschön für dein Follow. Speichern. Gute Idee. Ich speichere einfach mal. Die Abstimmung hat ein Ja ergeben zum Videoschneiden, Zuschauen. Vielleicht mache ich das wirklich mal mit euch. Ich weiß doch noch nicht, welches Video, weil ich möchte ja euch ja auch nicht wirklich vom Content, also vom Inhalt her spoilern. Aber ich weiß es noch nicht. Turbo! Aber wie lange brauchst du für deine Thumbnails? Mm. Also generell würde ich sagen eine halbe Stunde. Es gibt auch Thumbnails, wo ich länger für brauche, da brauche ich eine Stunde. Aber eigentlich eher so eine halbe Stunde. Es kommt halt darauf an, wie aufwendig das ist, ob ich sofort eine Pose finde oder ob ich da länger für suchen muss. Ob ich da mehrere Bausteine habe, wie zum Beispiel bei... So eine Let's Play-Folge, so für Cinderella und so, ist eigentlich so ein Ding von einer halben Stunde, außer ich muss halt noch extra Posen suchen. Wie zum Beispiel das mit dem Auto, das hat ein bisschen länger gedauert. Es gibt aber auch Thumbnails, wie zum Beispiel, ich ranke alle Erweiterungspacks, ich ranke alle okkulte Sims. Das dauert ein bisschen länger, weil da sehr, sehr, sehr viele Ebenen sind und sehr viele Einzelbausteine, die ich halt so positioniere und anpasse und mit Formen machen und bla bla bla. Das dauert ein bisschen länger, aber man kann schon grob sagen, halbe Stunde bis Stunde.
dann vielleicht mal ein Video, wo du eine Karte zur Baustelle machst. Da hatte ich auch schon dran gedacht, ja. Rotes Herz. Immerhin sagt der Bot jetzt rotes Herz und nicht mehr schwarzes Herz. Sims Lady, danke schön für 2 Monate. Ganz, ganz lieben Dank dir. Ich liebe deine Thumbnails einfach so. Dankeschön. Ich bin mit meinen Thumbnails tatsächlich auch sehr zufrieden. Bis auf Thumbnails für Bauvideos. Ich habe da so oft schon dran rumprobiert, aber irgendwie sehen die bei mir immer doof aus. So Let's Play-Folgen, kein Thema. Aber Bauvideos? Für Bauprojekte ein Thumbnail machen? Ich weiß nicht, das sieht bei mir immer so nach nichts aus. Bei anderen sieht das so geil aus, weil die wahrscheinlich auch so ein Reshade und so weiter haben. Oder G-Shade gibt es ja, glaube ich, auch. Bei mir sieht das einfach kacke aus. Ich habe keine Ahnung. Nee. Also ich habe Canva, wie wird das ausgesprochen? Deutsch oder Englisch? Ich habe das. Das nutze ich manchmal, wenn ich zum Beispiel so einen Frosch auf Thumbnail haben möchte. Da kann ich halt die Sachen benutzen, weil ich einfach dann die Lizenz dafür habe. Oder so einen Hintergrund, wie bei dem Thumbnail, wo draufsteht, dreh dich nicht um. Nutze ich halt einfach Bilder davon. Aber meine Thumbnails mache ich mit Photoshop. Ich nutze halt nur manche Elemente von Canva. Canva nutze ich halt eher so für die Infoboxen hier auf Twitch, auf meiner Kanalseite bei Twitch. Oder für meine Shorts, damit mache ich die Texte, die Untertitel. Ja, aber sonst mache ich alles bei Photoshop. Ja, so sieht's aus. Oh Gott, was war das? Bin ausgerutscht oder was? Müssten wir nicht bald wieder eine Benachrichtigung bekommen nach dem Motto, oh, Schwangerschaft, Baby ist da. Bitte, ich will einfach irgendwann mal 4 Länge. Warum gewittert das eigentlich die ganze Zeit? Sieht man hier eigentlich irgendwie mal Wetter? Also wie so ein Herbst und Grad. Das finde ich bei Sims 4 tatsächlich schöner gemacht. Wenn man dann so ein Wettersymbol hat. Ich bin mit der Sims 3 Kamera gerade voll überfordert. Aber echt schön. Danke, danke. Meint ihr, wir können sie schon versuchen einzuladen? Ja doch, nach Hause einladen. Nee, du brauchst nicht mehr mit ihr zu plaudern. Lad sie einfach mal zu Hause ein. Seine Frisur ist echt wild, ne? Oh, schön, dass er in der Midlife-Crisis ist. Finde ich toll und ich liebe es, dass wir die Midlife-Crisis jetzt auch bei Sims 4 bekommen. Amy kommt gleich vorbei. Wenn nichts dazwischen kommt, hoffentlich. Wow! Wuhu. Dann darfst du pinkeln. Und dann müsste sie eigentlich schon wieder hierher kommen. Ach stimmt, ich habe ja die Musikanlage, glaube ich, wieder verkauft, weil die ganze Zeit gelaufen ist, ne? Stimmt, ich habe mich schon gewundert, so, hey, warum ist da so viel Platz? Wir haben zwar noch das CD-Regal. Wer hatte sowas früher auch? Ich hatte früher auch fast genau das gleiche CD-Regal. Aber hier ist halt irgendwie noch so viel Platz. Alter, was ist mit der Toilette los? Sie ist immer kaputt. Ich ersetze die jetzt einfach. Vielleicht haben wir mit der neuen mehr Glück. Halten überprüfen. Überprüf deine Falten. Gut machst du das. Scheinbar hat er wieder neue gefunden, so wie er guckt. Meinst du, der andere Spiegel ist besser? Da siehst du weniger Falten. Geht es mit dem Brief, was einlösen kann, wenn man auch mit Einverständnis der Eltern? Dann ja. Es ist halt wichtig, wenn ihr das einlöst mit hier Post von Misha. Ich brauche dann halt eure Adresse, um euch die Postkarte zuzuschicken. Das ist diese hier. Dann schreibe ich halt hier hinten so eine Nachricht drauf. Das schicke ich euch dann zu euch nach Hause. Und dafür bräuchte ich dann einfach die Einverständnis
Ja, die Einverständnis eurer Eltern, genau. Oh nee, okay. Oh, ich dachte, ich muss was aufwischen. Sag mal, wollte hier die Troller nicht vorbeikommen? Hallo, Amy? Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Oder wohnen die einfach am Purpose? Da bin ich schon am Sammeln, hab die Hälfte. Ich will auch. Auf der Gamescom habe ich die sogar so verteilt. Zwischendurch hatten wir auch Gewinnspiele, wo man eine Postkarte gewinnen konnte. Habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, tatsächlich. Meine Karte liegt mit dem Shirt in der Vitrine, damit auch nichts drankommt. Oh, Kitty. Ich hatte auch überlegt, ob ich zur nächsten Gamescom ein neues Motiv nehme, dass man so Sammelkarten so ein bisschen rausmacht. Aber ich habe von den... die ich halt gemacht habe letztes Jahr, habe ich noch so viele über. Warum kommt die denn nicht vorbei? Es ist schon nach Mitternacht. Unverschämt. Verschenkt einfach unsere Zeit. Blöde Kuh. Jetzt haben wir schon fast wieder einen normalen Rhythmus drin. Das geht nicht. Kieseln, säubern, duschen und Waffeln essen. Oh, das letzte Mal hatte ich so Bock auf Waffeln. Wir haben danach, einen Tag später, tatsächlich Waffeln gemacht wegen dem Stream. Immer wenn der Name Amy kommt, werde ich hellhörig. Voll schlimm. Kann ich verstehen. Geht mir mit Vanessa auch so. Auch noch was anderes wird nicht benutzt. Du weißt hoffentlich, was ich meine. Warum wird das nicht benutzt? Wieso nicht? Setzt du dich da gefälligst hin? Du bekommst Damenbesuch. Hoffentlich. Wann ist die Gamescom? Wieder Ende August. 24. bis 28. oder so. Genaue Datum weiß ich gerade nicht, aber ist auf jeden Fall Ende August. In Köln. Schon fast Düsseldorf gesagt. Aber nein, in Köln. Wahrscheinlich werde ich auch wieder da sein. Also, ist wahrscheinlich sogar. Weißt du nur nicht, an welchen Tagen. Du Gott, Gruseltag. Holy, habe ich mich erschrocken. Hat etwas länger gedauert. Schön, dass du wieder da bist. Würdest du auch eventuell nach Österreich schicken? Natürlich. Natürlich. In Düsseldorf ist Japan-Tag. Eventuell werde ich da mal hinfahren. Da war ich tatsächlich noch nie. Ich hoffe, man sieht sich. Das fände ich schön. Meine Kids fragen danach, wenn du wieder Bus-Simulator spielst. Das wird aus dem Grund nicht mehr benutzt. Eines der... Drei? Wahrscheinlich. Ey, wir wollen keinen Hund, sorry. Wieder Falten überprüfen. Ich rufe sie einfach nochmal an. Sachen runter, wenn die Kids Panik bekommen haben, dann haben wir es weggestellt. Soll nicht kaputt gehen. Oh no. Aber gut, dass es dann nicht kaputt gegangen ist. Oh, komm schon, Amy. Guten Morgen, ich bin jetzt aufgestanden, habe ja noch Ferien. Sarah, schön, dass du da bist. Hallöle. Wenn man den Trinkgeld geben möchte, geht es auch unter 10 Euro? Ja, natürlich, natürlich. 50 Cent sind auch vollkommen okay. Also ich meine, dass es geht. Ich glaube, man kann den Betrag komplett frei bestimmen. So, ich probiere jetzt mal eine halbe Stunde vor. Also eine halbe Sim-Stunde. Ja, jetzt müssten wir sie eigentlich einladen können. Was habe ich bisher verpasst? 5 Babys. 5 Geburten. Ich hoffe, wir treffen uns auf der Gamescom. Ich und mein Bruder freuen sich schon. Oh, das ist so schön. Ich freue mich auch schon so krass auf die Gamescom. Das ist echt nicht mehr normal. Die letzte Gamescom war vorbei und ich habe schon sofort angefangen, mich auf die nächste Gamescom zu freuen. Das ist so
Oh, die Gamescom, Leute. Die Gamescom, das war eine so schöne Erfahrung, um mich einfach zu sehen und tatsächlich auch angesprochen zu werden, um nach Fotos gefragt zu werden. Das war so unwirklich. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Promi. Das war so schön. Oh Gott. Vor allem, weil ich auch dann einfach mal Gesichter zu den Namen gekriegt habe. Das war echt schön. Das war so ein wundervolles Erlebnis. Ich habe mein Moderatorenteam getroffen. Wir waren essen. Es war so, so schön. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich das erleben durfte. Und ich freue mich schon so sehr auf die nächste Gamescom dieses Jahr. Oh Gott. Ja. Ihr seht schon, ich kriege das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Amy, komm jetzt her! Nee, die soll hier hochkommen. Jetzt haben wir den Fahrstuhl gerufen. Kennenlernen. Nee, die soll hochkommen. Oben ist das Bett. Hallo, kann ich das nicht? Stock nach unten, Stock nach oben. Hey, wo ist denn Amy? Ja, reinlassen. Soll ich wieder Taschen halten? Das nächste Mal werde ich auch eine andere Tasche mitnehmen und ich werde auch einen Reisekoffer mitnehmen, weil ich bin das letzte Mal mit Taschen gereist, mit 3 Stück. Und das war eine Katastrophe, das ging gar nicht. Ich habe mich so tot geschleppt. Vor allem war das ja noch so warm. So 35 Grad, 38 Grad. Ich war echt froh, dass ich eine Klimaanlage im Zimmer hatte. Nein, entspann dich. Da ist sie! Sogar wenn Pause ist, treffe ich nicht. Schreite die so an, sie ist doch vor dir. Ich spiele auch den Reverse von der Baby-Tent, aber in Sims 4 habe ich glaube ich schon 56 oder so. Ach, krass. Bubble, hi. Küssen, wollen wir ein Baby machen? Willst du 4 Linge bekommen? Das wäre wunderbar. Du wärst meine Lieblingsfrau. Oh. Baby machen, let's go! Könntest du eventuell auch mal erklären, was deine Kaffeeböhnchenbelohnung bedeuten? Kaffeeböhnchen kann man verdienen, indem man einfach zuguckt. Dann kriegst du automatisch Kaffeeböhnchen. Wenn du folgst, bekommst du, glaube ich, Kaffeeböhnchen. Wenn du subs, bekommst du generell immer 2x mehr Kaffeeböhnchen. Also sind halt Kanalpunkte. Wenn du an einem Raid teilnimmst, bekommst du Kaffeeböhnchen dazu. Und dann... Ich habe kein Dö-Dö-Dö-Dö-Dö gehört. Ihr müsst nochmal. Nur kann man da verschiedene Sachen einlösen. Also wenn du auf die Kaffeeböhnchen unten drauf drückst, dann musst du schreiben, hier los geht's, draufdrücken. Und dann sind ja so verschiedene Sachen wie Deck und meine Nachricht hervorheben. Und wenn du da drauf drückst, dann ist da so eine kleine Erklärung und dann kannst du es einlösen. Hitti! Dreh das Rad bei Sims 3? Mareike, ist das so? War dir jetzt ein Dö-Dö-Dö-Dö-Dö? Hab ich jetzt gar nicht gehört. Baby machen? Ist sie jetzt schwanger oder nicht? Ich liebe Mische ihren Hoodie. Meine Mummel passt auch noch rein. Oh, das ist schön. Ich finde, der ist auch so weich und bequem. Ich liebe die Hoodies aus dem Merch-Shop. Hat das Dö-Dö-Dö-Dö gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja kurz aus dem Spiel rausgetappt und dann habe ich immer keinen Ton. Müsste eigentlich geklappt haben, weil so, ob wir jetzt Baby gemacht haben. Okay, das Upsi-Rad. Eigentlich ist das eher für Sims 4 ausgelegt, aber wir drehen jetzt trotzdem. Ich muss nach Hause. Tschüss, ich hoffe, du bist schwanger. Bitte sei schwanger. So, benutzen. Ja, mit Twitch einloggen, bitte, Streamlabs. Einfach nur das Rad drehen. Kein Problem.
brauche keine Instructions, ich will nichts installieren, ich will einfach nur das Rad drehen. Huhu, Cressida hat einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Heute ist echt Jungstag. 65. Und zack. Abseits des Netzes gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Also drehen wir noch mal. Vermisstes Familienmitglied. Vermisstes Familienmitglied. Nee, das Hafengeklimper ist einfach ganz normal Techtelmechtel und Baby ist dieses dünn, 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 dünn. Einfach um zu zeigen mit dem Rad, für die es nicht kennen, musst du auch nicht machen, aber vorstellen für unsere neuen Fupsis. Okay. Okay, ja, das ist das Upsi-Rad. Wie ihr seht, sind da super viele Sachen drauf. Grüne Sachen sind halt Sachen, die halt nett sind, wie zum Beispiel halt der Familienausflug. Gelbe Sachen sind so mittelschwere Sachen und rote Sachen sind schwierige Sachen. Ausrufezeichen Upsi, da findet ihr auch die ganzen Erklärungen. Wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal hintereinander Familienausflug kommt? Ja, das könnt ihr mit Kanalpunkten einlösen, aber auch mit Bits. So. Das kam laut meinem Gehör nicht. Nee, wenn ich aus dem Spiel rausskippe, dann hättet ihr es auch gar nicht hören können. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht gehört. Weil dann der Spielton komplett weg ist. Du brauchst sie jetzt nicht mehr kennenlernen. Hier, du darfst was essen. Gäste nehmen Waffeln. Wasser mit Sugar. Hatten wir Sugar geschwängert? War sie schon bei uns? Boah, ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Wir sind heute irgendwie so weit von den Thematiken abgekommen. Oh je. Familienausflug mit allen Kindern, das könnte ja was werden. Oh Gott, ja. Gibt es für Bits auch die Karte? Nee, für Bits nicht. Fände ich irgendwie nicht richtig, das für Bits zu machen, dass man sich das so quasi mit Echtgeld kaufen kann. Weiß ich, das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an, das so zu machen. Deswegen. Also Bits sind für mich halt einfach dafür da, natürlich eine Möglichkeit, um mich zu unterstützen, weil ich dann halt anteilig davon halt Geld bekomme. Aber Bits sind halt eher so dafür da, für so Unterhaltungszweck, dass ihr irgendwie einen Sound abspielen könnt oder auch dieses Telefon, dass ihr ins Spielgeschehen eingreifen könnt, dass ihr mir so eine besondere Herausforderung zusätzlich noch stellen könnt und so weiter. Aber sowas Greifbares möchte ich für Bits eigentlich nicht machen. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Alter, macht das Telefon halt stumm. Wenn ich das stumm mache, kriege ich dann trotzdem noch Benachrichtigung, wenn ich Vater werde? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht gesagt, du sollst hier hinkommen? Schau mal nach Mitteilungen und dann werden wir nochmal Profile ansehen. Okay, Kaffee ist kalt. Puh. Oh, immer diese Violet, nein. Aber du siehst, du scheinst echt cool zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Wollen wir Freunde sein? Suche einen Kumpel. Cecilie. Sissy, wir werden so gute Freunde sein. Du wirst gar nicht mehr richtig gucken können, so gute Freunde werden wir sein. Wo ist sie? Ach ja. Oh, viele kennen wir davon schon. Aber Susie kennen wir noch nicht. Hier ist sie. Sie heißt Priest. Ui, ein neuer Follow.
Oh, ein neuer Follow. Ellie Bailey, dankeschön für dein Follow. Ganz, ganz lieben Dank. Das Telefon klingelt immer. Wer ruft denn heutzutage noch an? Das geht doch alles über WhatsApp. Nee, ich will keine Verabredung. Wir haben dich auf der Party vermisst. I'm sorry. Yay! Nee, Cressida. Ich glaube, den hatten wir schon. Den hatten wir schon eingetragen. Muss den Stream vom Montag noch nachgucken. Schien ja wild gewesen zu sein. Ja. Ja, es sind zwei große Sachen dran gekommen vom Upsi-Rad. Deswegen musst du das einfach auf Thumbnail. Generation Graus zum Teenager geworden und ich liebe ihn. Nicht zum Teenager, zum Kind. Nächstes Mal wird er, glaube ich, zum Teenager. Du solltest doch mit ihr noch ein bisschen plaudern. Oder ging das nicht, weil du angerufen worden bist? Oh, da müssen wir echt jetzt gucken, dass es nicht zu spät wird. Weil meine Nase läuft. Nicht, dass ich doch noch erkältet werde. Taschentücher? Ja. Guck mal, gut organisierter Schreibtisch. Aber ich müde mich ganz kurz zum Naseputzen. So. Schön, dass er direkt applaudiert. Warum muss die jetzt arbeiten? Unser Vampirsohn ist ein Kind. Oh mein Gott. Nee, ist ein Bekannter. Oh Gott, ich dachte schon, unser erstes Kind ist ein Teenager. Das wäre es jetzt gewesen. Die sind alles Grundschüler. Nee, ich glaube, wir müssen doch nochmal hier zum Online-Dating. Profile ansehen und Profile ansehen. Weil ich glaube, zwei waren noch da, die wir noch nicht kennen. Ich glaube, Lilly, die ist ja irgendwie aus unseren Kontakten wieder verschwunden. Hallo? Spiel? Wo ist Lilly? Ah nee, sie muss ja unsere Anfrage erst annehmen. Und Susi. Und wir schauen mal nach Mitteilungen. Also noch spät angucken ist dann wahrscheinlich schwierig. Da gucke ich meist so eine halbe Stunde und gehe dann pennen. Aber wenn es so wild und spannend ist, kann ich doch nicht aufhören. Oh. Ich lasse die Finger vom Upsi-Rad. Sage nur Elia und Lotto. Ja. Ich schau gerade, wie Misha nicht streamt, die Reaper Sniper Challenge und fand das Upsi-Rad mit Dean so lustig, wo er zweimal pleite ging. Das war echt so ungünstig. Die Kanalpunkte bekommt man durchs regelmäßige Zuschauen und ich finde, dass es vom Wert her sinken würde, wenn man die Postkarte kaufen könnte. Ich verstehe, was Misha meint. Ja, das Sammeln ist teilweise schwer, dadurch dauert es länger, aber wie sie sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Oh, ja, genau. Nee, okay. Wir können diese Anfragen langsam mal löschen. Aber da war eben Lilly Bo. Oh oh. Reparier das mal bitte. Hier sehe ich Lilly nicht. Die hat ja einen Haushalt voll. Caitlin, Pin. Können wir sie jetzt vielleicht einladen? Aber sie ist nicht in meiner Kontaktliste. Aber ich muss sagen, das Online-Dating hat es uns wesentlich vereinfacht, an Bekanntschaften ranzukommen. Bitte stirb nicht. Ich will nicht, dass du einen Stromschlag kriegst. Süßes oder Saures geben? Sag bloß, es hat jemand bei uns geklingelt. Lady, dankeschön für 5 verschenkte Subs. Dankeschön für die 5er Subbombe. Oh mein Gott.
Danke, danke, danke. Vielen, vielen lieben Dank, meine Liebe. Liebe deine YouTube-Videos, Streams, TikTok, Reels, Community, einfach alles. Freue mich jedes Mal, wenn ein neues Video kommt. Wollte einfach mal Danke sagen für deine für deinen lustigen, einfach tollen Content. Dankeschön, Cap. Vielen, vielen Dank. Oh, süß. Die kommen ja wirklich vorbei mit Kostümen und machen hier Süßes oder Saures. Wie süß ist das denn? Oh mein Gott, warte. Oh, das ist unser Kind. Ups. Das ist unser Kind. Freundschaftlich begrüßen. Ja, wer bist du eigentlich? Nein, ich wollte dich doch begrüßen. Nein! Ich finde das Apartment cool, aber andererseits auch nervig. So, ich schicke dich da nochmal ins Bad. Tiaguang, danke schön für dein Prime-Sub. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich hoffe, ich habe den Namen nicht falsch ausgesprochen. Schön, dass du da bist. Ich muss weiter, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Simply, danke schön. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Dass er sich nie hinsetzt beim Pinkeln. Schon ein bisschen frech. Obwohl er weiß, dass er regelmäßig Damenbesuch hat. Ja, Pin ist auch egal. Die kann nämlich nicht empfangen. Also brauchen wir sie nicht. Ja, so Waffeln essen. Es wundert mich ja, dass die überhaupt noch frisch sind. Ein Prime Sub kostet gar nichts. Also wenn du Amazon Prime hast, kannst du auch Ausrufezeichen Prime machen. Da ist dann die Anleitung dazu. Wenn du Amazon Prime hast, kannst du einen Streamer kostenlos abonnieren. Also kriegst du ein kostenloses Sub quasi. Meine Nase ist zu, das nervt mich gerade voll. Ich hoffe, man hört das nicht so krass. Der Rhythmus hat sich wieder so verschoben, dass wir jetzt einfach nachts wieder schlafen. Warum haben wir 1200 Simoleon bekommen? Wofür? Ich verstehe das nicht. Genau, Ellie, danke schön. Bekommst du die Abo-Punkte auch, wenn man den Sub verlängert, wenn du gerade nicht live bist? Ich habe ganz vielleicht gestern heimlich für 3 Monate im Voraus gesubbt. Oha, echt? Dankeschön. Dankeschön, Ente. Ja, bekomme ich. Also Punkte, die Abo-Punkte bekomme ich immer. Abo-Punkte, es ist halt 1 Punkt pro Sub. 2 Punkte, glaube ich, wenn man Stufe 2 subbt und 3 Punkte, wenn man Stufe 3 subbt. Wenn ich mich nicht irre. Also je höher das ist, desto mehr Punkte bekomme ich halt. Dieses Tier 1, Tier 2, Tier 3 Ding. Clip it. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass jemand diesen Emote benutzt. Weil ich dachte, durch den Emote werden hier vielleicht mehr Clips auf dem Kanal erstellt. Ist irgendwas... Ja, ich wusste, irgendwas ist kaputt gegangen. Ich habe nur Scherben gehört. Junge, Junge. Warum muss ich da eigentlich immer hinterher rum? Ich bin nicht deine Mama. Ja, irgendwie schon. Aber ich bin nicht deine Mama, das ist Bella. Auch wenn du keine Ahnung mehr hast, wer das ist. Was echt traurig ist. Haare färben oder schneiden? Was muss ich denn machen da? Okay, ich möchte Haare färben. Das geht doch hier rüber, oder? Und muskulöser will er werden. Ich finde, das kann man ruhig mal machen. Reicht das über Aussehen ändern oder gibt es hier einen Friseur?
Warum weiß er nicht mehr, wer seine Mutter ist? Weil wir umgezogen sind in eine neue Stadt. Und bei Sims 3 ist das doch so, dass sie all ihre Kontakte vergessen, wenn man in eine neue Stadt zieht. Vielleicht ist er ein Blöder Cowboy, Mann. deswegen das Geld, das wär's. Oh Gott. Okay, viel Haare hat er ja nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ein Haarschnitt dann so das Beste ist. Auch so, wir rasieren es ihm wirklich ab. Haare abrasieren. Das würde ich ihm halt als Opa geben. Dass er dann halt da auch wirklich keine Haare mehr hat. Haare schneiden. Da sieht man halt die Stellen nicht mehr so. Ich glaube, da müssen wir das behalten. Aber Haare färben tun wir. Okay, Leute. Er wird ja scheinbar gerade grau. Welche Farbe wollen wir ihm geben? Ich muss die Musik leider ausmachen. Ich komme grad hier nicht in die Option. Weil sonst kriege ich hier Copyright Strike. Und das möchte ich nicht. Ach, die Musik bei uns ist ja auch leer. Warum sage ich immer leer? Ein Toupet. Ja, ein Toupet wäre gut. Aber das muss dann eigentlich so ein richtig schlecht sitzendes sein. Oh Gott, nee, das ist kein Toupet. Das hier für die Midlife-Crisis fände ich schon cool. So ein richtig schlecht sitzendes Toupet. graue Strähnen. Ja, wir wollten ihm ja die Haare färben. Das heißt, alles wird in einer Farbe sein. Ich glaube, das konnte man die ganzen Kontakte mitnehmen. Ein Ras? Was ist ein Ras? Ist es ein Mod? Sehr gut, ich verpeile so was immer und dann mache ich das lieber ein paar Monate gleich. Ich habe am letzten Mal auch schon gemacht und ich bin oft am Tablet dabei. Da will ich nichts mit Geld machen. Der PC ist besser geschützt. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Zumal es am PC auch günstiger ist als zum Beispiel am Handy. Weil ein Sub kostet am Handy mehr als am PC. Für die Leute, die das eventuell noch nicht wussten. Am Tablet weiß ich nicht, wie das ist. Ich habe gerade die restlichen YouTube-Videos nachgeschaut, die ich die Tage verpasst habe, daher erst später. Oh, schön, dass du da bist und Dankeschön fürs Video gucken. Grau, graue Strähnchen, Toupet, dunkle Farbe. Ja. Aber wir wollten die Haare doch färben. Also rot, grün, blau, pink, lila. Eher sowas. Ah, das ist quasi der MCC in Sims 3. Ah, okay. Okay. Ich finde so eine krasse Haarfarbe halt irgendwie cool. Weil er färbt sich ja jetzt nicht in der Midlife-Crisis graue Strähnchen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, die Strähnchen können wir später machen. Wie wäre Ihr Ansatz? Können wir gerne grau machen. So weiß-grau. Und den Rest würde ich halt in der bunten Farbe machen. Lila? Lila fände ich schon hart cool irgendwie. Oh mein Gott. Lila finde ich schon cool. Schau ich doch gerne deine Videos. Dankeschön. So rot, grün, lila, pink, gelb. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Grün und lila hat bisher noch gar keine Stimme.
Also wir haben Rot, wir haben Grün, wir haben Lila, wir haben Pink und wir haben Gelb. Rot, Grün, Lila, Pink, Gelb. Blau hätte auch was. Schade, dass man nur fünf Möglichkeiten geben kann. Aber es wird tatsächlich lila. Oh Gott, ich liebe seine Midlife Crisis. Ja, okay. Lila Haare, let's go. Ich glaube, der Bart bleibt. Der Bart bleibt. Alles klar, Maya, mach das. Er hat lila Haare. Oh, wow. Du sollst dich immer Drinks zubereiten. Du könntest. Würdest du sie nochmal einladen? Ist jetzt auch schon eine Weile her, wo wir das letzte Kind gekriegt haben, oder? Ja, zocken ein bisschen, ist okay. Reinlassen. Hatten wir noch irgendwen? Wen hatten wir zuletzt geschwängert? Weiß das noch jemand? War das Amy? Mein Gedächtnis ist so schlecht, ne? Das ist echt ganz furchtbar. Hier, entspann dich. Dann müssen sie doch gleich hochgestolpert kommen. Ja. Baby machen. Wir kriegen langsam ein Problem, denn unsere Kinder. Ich dachte gerade, einen Helm auf. Unsere Kinder werden langsam alt genug, dass sie uns besuchen können. Das ist schlecht. Also ein lila gefärbtes Toupet, liebst. Ja, einfach Wahnsinn. Mein erster Stream hing voll hinterher. Sorry für Kommentare, die nicht mehr reingepasst haben. Alles gut. Oh mein Gott, das klappt sofort. Stimmt, bei Amy war das ja, wo wir nicht wussten, ob sie jetzt schwanger ist oder nicht. Ja, das wollten wir hören. Dann werde ich Amy nochmal einladen und sie bitten zu gehen. Wenn Amy jetzt nicht arbeiten ist, das wäre nämlich ungünstig. Ich liebe seine Midlife Crisis. Amy kommt gleich vorbei, okay. Und er möchte einen Whirlpool kaufen. Ja, den Wunsch können wir doch eigentlich erfüllen, oder? Das auch hier in der Kategorie? Wo finde ich einen Whirlpool? Verschiedenes. Das können wir hier alles gar nicht platzieren. Im Apartment können wir keinen Whirlpool platzieren? Leider verbietet die Vereinigung der Hauseigentümer den Bewohnern auf dieser Etage des Luxuskomplexes Whirlpools aufzustellen. Boah, nö. Ich dachte, wir gönnen uns jetzt richtig geilen Whirlpool. Das ist fies. Hier, geh mal schnell pinkeln. Und dann darfst du gerne nochmal kurz kontrollieren, ob dein Toupet richtig sitzt. Ja, vielleicht ziehen wir wirklich nochmal in ein Haus um. Das geht doch auch irgendwo hier, oder? Sim anrufen. Immobilien- und Reiseservices umziehen. Innerhalb dieser Nachbarschaft. In eine andere Nachbarschaft geht es zum Beispiel gar nicht. Da haben wir nicht genug Kaution. Oder doch? Okay, geht auf jeden Fall nicht. Ich markiere das einfach mal und dann ziehen wir in ein Haus. Ach so, Amy kommt ja noch. Nein, 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 nein. Entspann dich da. Amy, wo bist du denn hin? Amy. Wie vergnügt sich hier nur durch die Gegend strackst? Haben gerade mit ihr geschlafen und sie so.
Nacht meines Lebens. Mitten auf der Straße, so soll's sein. Amy, einladen auf Bett zu knuddeln. Sie ist ein Paparazzi? Paparazzo? Oder? Nee, wir müssen halt hier in dieser Stadt bleiben. Wir müssen halt in ein Haus ziehen, aber halt innerhalb dieser Stadt, weil sonst sind all unsere Beziehungen weg. Ja, kommt sie jetzt auch mal her oder nicht? Amy? Hallo, Amy? Aber Amy schien auf jeden Fall nicht schwanger zu sein, tatsächlich. Ich glaube, Amy ist eine Zeitverschwendung. Okay, dann werden wir jetzt umziehen. Umziehen, hier. Ist eine Kaution von 2000 Simoleon erforderlich? Aber warum können wir das nicht? Ich meine, wir haben doch mehr als genug. Werbung ist ganz normal. Wenn man den Kanal nicht abonniert hat, gibt es Werbung. Ja, aber wenn man subbt, dann hat man keine Werbung mehr. Also auf dem Kanal, wo man halt gesubbt hat. Werbung ist ganz normal, ist wie bei YouTube, im Fernsehen, überall ist Werbung. So, ich möchte... auf ein Haus. Guck mal, hier sind Häuser. Stil wählen. Ja, wir können uns scheinbar kein Haus leisten. Ist zwar alles leer, aber wir können uns kein Haus leisten. Guck mal, wir sind einfach mal ganz frech. Real Estate on. Real Estate. Real Estate. Real Estate. Ich check's nicht. Irgendwie können wir uns keins der Häuser holen. Doch, jetzt! Okay, ich muss nicht auf das Grundstück drücken, sondern auf dieses Symbol hier. Okay, dann war das hier. Aktiven Haushalt machen. Möbel packen, ja. Ja, ist korrekt. Er zieht in der Midlife Crisis einfach mal um, fände ich gut. Ist richtig? Da müsste es ja eigentlich jetzt geklappt haben. Yay, wir sind umgezogen. Oh mein Gott, wir haben sogar eine richtig geile Garage. Nice. Dann sind wir jetzt umgezogen. Ja. Dann würde ich sagen, beende ich den Stream langsam. Weil dann kann ich zum nächsten Mal das Haus hier ein bisschen umgestalten, dass ich unsere Möbel da reinpacke. Dann pausiere ich hier jetzt. YouTube, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr live mal dabei sein wollt, den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye!